Meine zwergischen Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Wie ihr seht, tue ich mir gerade mit dem Schmunkelritter ein Duell bieten, um einfache Auseinandersetzungen zu klären, was ich wahrscheinlich. Warum bist du so fucking tanky? Du hast dich mit dem Tempel angelegt, du wirst es bereuen. Oh Leg lol. dich hin, du brauchst eine Pause. Ja, ich glaube auch. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt draufgehen. Stimmt doch endlich. Lol. Friss mein Speer, Junge. Also, ich weiß es nicht, warum du so tanky bist. Weil ich einfach der bessere Spieler bin. Na, nimm mal einen dicken. Lol. Wow. Mit deinem hässlichen. Ding. Wecke. Fickt, Alter. Gut, dann willkommen zu einer weiteren Folge, nachdem wir das geklärt haben, warum auch immer ich jetzt ein Geist bin. Jetzt tue ich um dich drumherum geistern. Auf in die Goblin-Mine. Wer bist du? Jakan. Gut, Das ciao. er. Wer ist er? Ja, da muss ich noch ein bisschen tankier werden und dann können wir uns nochmal Ja. Ich brauche noch finishen. ein bisschen mehr DPS und dann kannst du deinen Tank hier auch sonst wohin schenken. Das Ding ist wahrscheinlich, dass du geblockt hast, ne? Nebenbei. Ich hab übelst viel am Anfang geblockt. Und als du in Hälfte warst, habe ich dann gesagt, so fuck it. Der kriegt jetzt auf die Fresse. Einwandfrei hier wieder schön ritten, schlachten, was das Zeug hält. Alle. Oh, müssen wir überhaupt lang? Ich gehe hier einfach mal den Missionmarker lang. Nicht schlapp machen. Was ist er denn? Ach so. Das ist er. Wer ist er? Wer ist er? Das fragen wir uns wahrscheinlich alle hier. Na, den wir befreien müssen. Ja, wer ist er denn? Was denkt er, wer er ist? Ja, er muss sich halt die ganze Zeit irgendwie teleportieren, seinem komischen Scheißnebel. Nicht solche Wörter. Sowas verwendet man ja nicht. Solche Scheißwörter verwendet man ja nicht. In seinem komischen Klonebel. Als hätte er das von einem Dixie-Klo geklaut. Klone. Ja. Eine Nicht schlapp Furzwolle. machen! Ja, wenn wir hier die ganze Zeit alles abschlachten, sagt er nicht schlapp machen. Jetzt kommt der Teil, bei dem ich euch vertraue. Ja, wovon? Ich werde die Goblins auf dem Gerüst dort im Dann nächsten geht's. Raum töten. Geht Ihr los. schnappt euch den Rubin. Gut, wir schnappen uns den Rubin. Abfahrt. Linda! Linda, Linda! Oh, Loot! Ich hab einen Eisenstreitkolben. Bin nämlich. Ding. Warte, komm mal her, komm mal Warte, zurück zu warte, mir. warte, 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 ich muss hier erstmal Warnock prügeln. Eisenstreitaxt der Flamme, ja, behalt deinen Müll. warte, Haupthand. Warte, ich kann mit dir, glaube ich. Ah, Genau, jetzt habe ich jetzt den kann ich Prügel in immer noch klein. handeln. Kannst du irgendwie es annehmen? Huch. Hallo. Mach doch mal was hier. So, annehmen. Ja. Und jetzt packe ich das hier rein. Und du packst irgendwas anderes rein. Ja, ist mir egal. Und dann Angebot unterbrechen. Bitteschön. Danke. Hast du einen dicken Knüppel? Ist aber süß. Ja. Nehme ich definitiv. Ist zwar klein, aber. Bumm. Oh, cool. Eisenschulterschutz. Inventar. Gucken wir mal bei Schultern. Die sind besser.
Ah, langsam nehmen wir doch Form an. Ah ja. So, jetzt raus hier. Weil der Knüppel könnte ruhig noch ein bisschen größer sein, tatsächlich. Ja, dachte ich auch. Ich hätte jetzt gedacht, was kriege ich denn jetzt hier für eine Wumme? Das sieht ja aus wie Mjolnir höchstpersönlich. Ich hab's vorher nicht gesehen. Oh, guck mal, hier schon wieder Zwergensachen. Nicht? Ja. Das hat Mjolnir gesagt. Ich muss euch etwas fragen. Heißt er nicht Mjolnir? Ja, was habt ihr da in der Mine gemacht? Und habt Jakan. Er ist ein Lügner. Oh, ist das deine Frau? Er hat oben Nein. Bosek einen Rubin Nein. gestohlen. Nun, wenn der Rubin wieder auftauchen würde, lässt Bosek ihn. Nun, das ist zu schade. Falls er ihm mal wieder begegnet. Einfach die Wahrheit sagen. Ich glaube, ich will nicht lügen. Dann lüg nicht. Alter, was hat er denn für ein Kostüm hier? Wer bist du denn? Ein Hofner? Verschwindet. Wir haben nichts mehr. Ja komm, damit kannst du aber schön einen den Kopf eintrümmern, also wirklich. Trifft Jakan im Gasthaus. Hast du jetzt gelogen? Ich hab nicht gelogen. Nicht? Nee. Ja. Leben in höheren Kreisen. Ja. Hier hinten. Ich sprinte auch für dich nicht. Ah, hier hinten? Ah, ich sehe. Also ich hab gelogen tatsächlich. Das ist das letzte Mal, dass er sowas mit mir macht. Ich hoffe, ihr seid nicht hier, um Goblins zu töten. Falls doch, mein Freund ist in diesem Lager. Mark. Also ich soll jetzt findet Marks. Premium. Premium-Bräu. Na dann, auf geht's. Abfahrt. Oh Gott. Die sind hier schon am Betteln. Ach, stimmt. Ja, er hat hier schon das Ding fertig. Kannst du einfach hin, alle Gegner sind schon tot. keine Ahnung. Welches Level ist er? Er ist unsichtbar. Nee, er ist 43. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube, hier stand das Premium-Gebräu. Ach, da. Gut. Sprich mit Mark. Oh, mach mal. Hört hin. Er ist doch gar kein Gob. Ach so, ja, stimmt, er denkt, er ist einer. Geht weg. Gebräu? Ja. Woher? Jetzt, ich erinnere mich. Zu viel Wurzelmark. Oh, Junge! Ich bleibe nicht eine Minute länger in diesem Lager. Hast du dich mit dem Typen schon unterhalten? Mit nee, Mark? Da muss ich noch hin. Da ist er. Eisenaxt. Fertigkeit. Schön, wir haben ja Fertigkeiten noch. Habe ich ja ganz vergessen, die gespeckte Rüstung. Alter, jetzt bin ich ja übel der Golem. Du Golem, du. Ja, guck, ich... komm her, guck mich an. Also, warte. Alles klar. Ich glaube, das nächste Duell mit dir wird ein bisschen schwieriger, sagst du? Ja. Also ein bisschen wer bist DPS du denn? Ein Meuchelkäfer! Zack. Eine Käferbeine. Erstmal zurück zu Mann. Ach nee, den haben wir ja schon. Wie er sich einfach nackt gemacht hat, der Vogel. Mhm. Der Schmuddelige. Wo ist Mark? Ihr habt ihn. Gut. Ich hoffe für diesen Idioten, dass noch was für mich übrig ist. Können wir? Ja, wäre schön, ne? Ich bin doch nicht ein Laufbursche!
Aber ich bin schneller als du. Ja, wenn ich sprinte, nicht, hä? Ich galoppiere. Hallo? Leben in Höhenkreisen? In besseren. In besseren Kreisen. Höher, besser. Weiter, tiefer, schneller, alles ist gleich. Harder, stronger. Ananas. Ananas? Hier kannst. Oh, der ist ganz schön hohes Level. Halt hier. Ja. Wo rennst du jetzt eigentlich hin? Erkundet Bezarg. Oh, da gibt's es. Oh, yo, Fähigkeitspunkt. Woo! Eine Scherbe, bitte. Und lass mich auch mal. Ja, ich lass dich auch mal. Ein Fertigkeitspunkt. Jawoll. Kann ich denn den jetzt einlösen? Ausrüsten? Ach, den hab ich einfach. Sie ist genau hier. Eine Dwemer-Ruine. Neramo. Ein Wunder. Kaum zu glauben, dass die Dwemer des alten Wohl... Dämpft das. Aber warte mal, ich will jetzt mal was testen. Bleib mal stehen. Was? Sag doch bitte nicht. SR. PSR. Nimmst du an? Was kann ich denn? Nee, ich möchte mich nicht duellieren. Ich hab gewonnen vorhin. Ja, ja und... Oh, hier ist ein Meuchelkäfer. Ja, weil jetzt habe ich nämlich den Trick drauf, dann kann ich dich festhalten. Aha. Aha. Weißt aber schon, dass wenn du nah rangehst, auf die Fresse bekommst und dass du, wenn du weiter weggehst, auch auf die Fresse bekommst. Ist halt nicht so schön. So, du Blödbirne. Dann wollen wir mal, wa? Lass endlich mal hier Leute zerfetzen. Hier, guck mal, hier ist doch schon was. Das sieht aus wie Zwergen-Dings. Runen. Oh, hier. Wieder ein Meuchelkäfer. Wo bist du denn jetzt schon wieder hingerast? Hier, bei der Silber, was auch immer sie ist. Sie ist keine Ahnung, was für eine Königin. Hinten läuft sie. Lass uns mal mit der battlen. Also die genießt hundertprozentig das Leben in besseren Kreisen, sag ich dir, so wie es ist. Aha, aha. Da sind wir einfach nur Schmodder dagegen. Die wird uns wahrscheinlich... Ah, Zwergensachen. Ja. Wer ist er denn? Ach, er ist kein NPC. Ist er denn? Nein. Ah, da geht's nach Bezarg. Du weißt echt nicht, warum die Zwerge aus Erskurt Sex sind? Nein, also nicht wirklich. Warst du da oben schon? War der ja. Kristall? Ja. Ich kann da auch nichts dafür, wenn du so langsam bist. Ach, halt die Klappe. Nee. Das Leben. Gut. Neramo. Ja, hier, nimm. Jetzt lass mich in Ruhe. Oh, das Experiment bewundern. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Natürlich war mir das schon vorher klar.
Ab in den Tunnel mit dir. Öffne diese Tür. Ja, funktioniert endlich. Ja super. Bezarg, kommt. Besprechen wir drinnen unseren nächsten Schritt. Betrete Bezarg. Quasi der Disco-Schuppen der Zwerge. Bezarg, weißt du? Wie ihr seht, war Oberhaus 6 von. Oh, hier gibt's auch noch böse Viecher davon. Nicht unbegründet. Ebenso wenig wie das meine in euren Forge. Generator, was für ein Generator? Ja, bla. Hörst du dir eigentlich die Storys die ganze Zeit an, oder? Na klar, ich wollte nur mal rein. Nee, ich meine allgemein, ob du dir das anhörst. Ja. Wenn du nicht gerade wieder vorpresst und dich aufholen musst, dann ja. Oh, was geht denn hier ab? Muss irgendwie noch das Dings beobachten hier. Okay. Jetzt soll ich rein. Um. Oh, hier ist wieder einer. Was bist du denn? Ich mit Eramo in der zentralen Kammer. Hast du schon beide? Ja. Ja. Ich noch nicht. Ich schon. Sehr schön für dich. Weißt du, wie man sowas nennt? Vorpushen? Nee, das Leben in besseren Kreisen. Nee, das ist, wenn man ein Pferd hat. Bezarg atmet wieder. Jetzt zu einem persönlichen Projekt. Möchtet ihr euch noch ein paar Münzen mehr verdienen? Ich lausche. Wie ihr sehen könnt, sind wir nicht die Ersten, die Bezarg betreten. In Wahrheit habe ich Boseks Auftrag, diese Ruinen. Wissen ist der größte Schatz. Die Dwemer bewachten ihre Schätze wie ein König sein Gold. In Bezarg haben die Dwemer eine Reihe von Bauplänen hinterlassen. Okay. Mechanische Zeichnungen, aber eine einfache Aufgabe. Diese früheren Forscher haben sie wahrscheinlich geborgen, nur um dann festzustellen, dass sie durch irgendeinen Verrat in Bezarg ein. Auf gut, haben wir alles. Sehr schön. Dann geht's weiter. Bist du schon im inneren Bezarg? Bist du vorgebrecht? Also. Das nennt man nur das Leben in besseren Kreisen. Ich bezweifle, dass sie entkommen sind. Du kannst. Das sag ich jetzt nicht. Doch, ich sag's, du kannst mich mal. Diese Aufzeichnungen sollten entscheidend zum Verständnis der Baupläne beitragen. Mein Bruder sollte das entziffern können. Okay. Mein Bruder. Strossen Kai. Oh, ist immer wieder draußen. Moin. Oh, da drüben ist Ackermatch. Oh, hier geht's ab. So. Hier, hinter dir. Warte mal kurz bei der nächsten Krabbelspinne. Kommt hier noch eine? Ja. Kannst du eine mal hier in Starre versetzen, also die Krallen? Okay. Weil eben gerade konnte ich die irgendwie entzünden tatsächlich. Jetzt! Vielleicht ich kann die Lowlights deine, sind? Deine Dinger kann ich entzünden? Mach mal. Vielleicht ist gerade noch ein Cooldown. Warte, ich kann nicht heilen, warte. Jetzt ist es weg. Ich glaube. Alter. Komm mal, abbau.
So, ja, ich kann jetzt entzünden. Oh, ich hab die auch entzündet, indem ich drauf geprügelt hab. Okay. Ich konnte die halt über einen gewissen Button entzünden. Weißt du, wie man sowas nennt? Hot sein? Nee, das Leben in besseren Kreisen. Achso. Ja, okay. Alles sehr zwergenminig hier. Oh, gefällt dir doch. Ja, finde ich mich wohl. Machst du da schon wieder? Kloppen. Zweimal Baupläne. Immer. Apart. Ja, Tatsache, ich hatte jetzt auch einen Button gehabt, aber da war sie schon zu schnell tot. Hä? Oh, schon da? Wie ist er so schnell hierher gegangen? Seid ihr hier? Komm. Ich wollte gerade kommen und euch helfen. Ja, genau, wollte es gerade helfen. Gefunden, wonach wir suchen. Die Baupläne sind endlich mein. Famos. Ich will nicht mitkommen. Damit stehe ich in eurer Schuld. Was? Ich hörte, dass Kalin vorhat zur Insel B. Ich muss die Baupläne in meine Werkstatt bringen. Oh. Ihr könnt ja mitkommen, wenn ihr zurück in die Stadt wollt. Oh. Komm. Spielergilden! Leute, wir können unseren Clan gründen! Stufe 10, ja? Nö. Warte. Geil! Robe des Auszubildenden, brauchst du sowas? Was hast denn du für ein Torso? Ach, hier ist ein Portal. Soll das nehmen? Weiß ich nicht. Ich hätte ein Rohleder, Wams der Magika, eine Weste des Schmugglers. Nö, sowas nehme ich nicht. Ich nehme nur Schwere. Okay. Weiß ich Bescheid. Die Weste hatte ich auch. Hä? Betrete Kalsteck, wenn die Mannschaft bereit ist. Ja. Eine andere Quest haben wir jetzt ja nicht, ne? Ah doch, so, ne. Treff Yakan im Gasthaus, da müssen wir auch noch hin, aber das ist glaube ich auch nur nichts. Ich betrete einfach das Portal. Nein, noch nicht. Ja, jetzt habe ich schon. Ich bin noch nicht so weit. Ja, und da müssen wir... Oh, das ist ein bisschen weiter entfernt. Was ist... Mit einem Fertigkeit... Hä, ich habe beim Stufenaufstieg jetzt keinen Fertigkeits... Warte mal, hä? Ach hier, Charakter. Ach hier, Stufenbelohnung. Ich muss das mal beanspruchen. 10 Flamme. Ja komm, mach mal einfach mal. Bist du jetzt durch, ja, ne? Mhm. Wo kommt man dann raus? Tatsächlich vor der Quest zum Abschießen, aber wir müssen eigentlich noch zu Yakan im Gästehaus. Da waren wir noch nicht. Ja, aber der Dude gehört auch dazu. Ja. Aber wir müssen da halt noch die Quest abschließen, damit der dazu gehört. Achso. Glaub ich zumindest. Ja. Deswegen würde ich einfach mal fix hinpreschen und dir Bescheid sagen, dass es wichtig ist. Naja, ich will ja die Belohnung dafür haben, also ja, wird schon richtig sein. Dann kommst sein. Du halt eh mit. Ja, ich laufe doch schon hinterher wie dein Bursche. Ich finde es krass, dass sie hier auch in der Stadt Zwergentechnologie haben. Ich dachte, das würde gar nicht gehen dann. Ich muss mal Skyrim spielen. Irin. Dieser Hundesohn kommt sie raus. Dieser Hundesohn. Hey, warum steht bei mir gerade alles auf Polnisch? Ja, ja. Wir sind, weil wir auf dem EU-Server sind. Er ist mit einem Rotwardonenmädchen in der Taverne. Ich habe gehört, wie er einem Rotwardonenmädchen erzählt hat, er wäre Schiffskapitän und würde sie nach Schildwacht mitnehmen. Sie ist natürlich dahingeschmolzen, genau wie ich damals. Würde ich. Okay. Oh, wer ist er? Alessio. Ah, du bist schon drin. Zur kreichenden Meerjungfrau. So. Gibt es eine Mission? Ah ne, da ist ja Yakan. Am besten sprecht ihr mit Rhea darüber. Hier gibt es zu viele Augen.
Okay. Weiß wohl. Sie wollte nicht. Er kann zwar reden. Hey, ihr. Schön. Augenblick mal. Das also, wenn du so fragst. Gut. Dann ja, mache ich jetzt noch diese fehlende Prophezeiung. Bin ich dabei? Sprich mit Rhea. Morgen früh bin ich wieder nüchtern. Aber ihr seid immer. Ist ja, glaube ich, die Hauptquest mit der Schiffskapitänin dort. Kapitänin. Ja. Aber Rhea weiß ich nicht, ob das die Hauptquest ist. Warum leuchtet er so? Komisch. Wie wir halt fast gleich aussehen, ne? Ist ja geil. Rose forever. Errungenschaft berüchtigter Anwerber. Ach, man kommt da hoch. Ja, ich habe jetzt kurz gegiert und geguckt. Warum ist er Bootsmann? Warum kann ich hier lang? Eine Überfahrt. Wollen wir es jetzt machen? Nee. Ihr habt mich zu einem ziemlich unpassenden Zeitpunkt aufgesucht. Dann müssen wir zur anderen Quest. Ach so, Rhea ist woanders. Gut. Jetzt verstehe ich. Und wer ist Lambur? Kabinambur. Heda! Der Kapitän sucht euch! Ach! Was, deine Frau? Dank eurer Arbeit können nee. Wir mit dem Ding loslegen. Oh. Wir haben sogar ein paar zusätzliche Seeleute, die lautstark fordern, sich unserer Mannschaft anschließen zu dürfen. Ihr solltet oben mit dem Kapitän sprechen. Ach ja, das war die Gehilfin von der. Junge, der hat einen Drachen. Die Spitze der Spitze? Oh ja, die sind hier oben. Gut. Wie sie immer einen Krug in der Hand hat. In diesem Sinne, wir haben sie jetzt hier alle versammelt. Ja. So versammelt ihr euch vor mir. Warte, ich bin... Nein, ich will nicht stehen. Kannst du nicht auf den... Hier, kannst du rauf und dann kannst du so... Ne? So. Und so versammelt ihr euch vor mir. So, jetzt. Und wir werden in der nächsten Folge hier weitermachen und gucken, was denn passiert. Oder halt eben auch nicht passiert. Wie gesagt, in diesem Sinne, toss a like to your Dwarven King. Genau, knie dich hin, so ist gut, so ist gut. Knie dich hin vor dem Zwergenkönig. Genau, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Vielleicht haben wir in den nächsten Folgen dann Zuwachs, wenn noch jemand mitmacht. Und ja, wie gesagt, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Resttag, Restabend, wann immer ihr auch das Video schaut. Und bitte schreibt nochmal unbedingt in die Kommentare, ob ihr jetzt eine Stunde oder eine halbe Stunde oder 45 Minuten oder 51 Minuten und 42 Sekunden wollt, das ist mir egal. Gut, also dann auf bald, euer Gorim und Dunkelschmunk.